Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Ich bin heute wieder auf die Jagd nach dem Ticket und heute habe ich das Spiel Husky Castle Fantasy Kingdoms. Ich starte das Spiel mal voll mit rein und dann müssen wir noch ein, zwei Minuten warten. Nein, nicht so lang. Hoffentlich müsst ihr sofort starten. Und da sind wir auch noch nicht. Da, jetzt geht's los. Es ist gerade wieder ein Event in Gange. Ah ne, das ist nur der Händler. Der Händler ist wieder hier. Kein Event. Gut. Gut, dann werden wir erstmal die hier einsammeln. Motivation wieder ein bisschen steigern. Oh, da hat jemand Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch. Was haben wir noch hier? Ein Geschenk, weil ich schon lange nicht mehr gespielt habe. Oh, alles voll, das ist gut, dann kann ich jetzt auch. Meine Charaktere sind auf Level 14, 14 und 14. Und die hier sind 12 und 14. Also die ist schon fertig. Muss mal gucken hier, wo ich was hinpacke. Ich habe das ja erstmal nur alles so hingepfeffert. Gar nicht richtig sortiert, deswegen weiß ich nicht, wo was ist. Also hier ist die Küche. Hier ist die Bank. Die ist auch schon voll. Und, warte mal. Nee, würde gerade sagen, kann ich ja Kinder machen, aber es geht auch nicht, weil ich habe schon 15 Kinder hier. Ja, dann... Was war das hier? Mana-Pool-Lager, Mana-Brunnen. Ah, hier was mit Arbeit. Gut. Dann arbeite du da. Mana-Pool, das war das Lager. Genau. Hier haben wir Magiewerkstatt. Fähigkeiten. Freifertigen. Okay. Da kann ich auch schon viel machen. Und noch ein. Weiter geht's nicht. Gut, dann haben wir das auch schon mal. Ein bisschen da dran, oder? Hier haben wir unsere Clanhalle, das Lager, Trophäen. Aufstellen, da rein. Aufstellen, da rein. Fertig. Lager, Lager. Lager war das. Ach, Krankenhaus war das. Kein Lager. Dann empfehle ich das da mal und packe es hier hin. Die Klammburg entferne ich und packe ich hier hin. Das bleibt zusammen. Und zwar nehme ich da weg und packe ich erstmal da hin.
gespeichert. Okay. Ach, genau, ich mache es ein bisschen anders noch. Schließ das weg, das weg, das weg, das weg. Das weg, das weg und das auch weg. Dann kommt Speisesaal da rein. Komm, nimm mal den auch noch weg. Und setzen hier Speisesaal, dann kommt da der Dingens hin, was essen und kommt. Ah, Keller war das. Keller. Genau. Hier machen wir die Kaserne hin. In der Kaserne das Wohnzimmer. Thronsaal. Clanhalle. Vergiss zu speichern. Egal, das war's. Lassen wir das jetzt abholen. Dankeschön. Ein Geschenk. Okay, haben wir das erstmal fertig. Dann gehen wir mal hier hin. Schauen uns die zwei Gegner an. 57.000 muss ich, glaube ich, besiegen. Nein, ich bin ja gerade mal bei 40.000. Ach, dann schaffe ich den auch nicht. Aber den. Go, go, go! Schneller! Jawohl! Nummer 1. Nächster Gegner. Oh, den schaffe ich auch. Angreifen. Der hat nur ein Magier. Das sieht cool aus hier. Gegner. Den schaffen wir auch. Super. Nächster Gegner. Ich brauche ja 5. Den schaffen wir nicht. 5 PvP-Spieler brauche ich. Habe ich vielleicht etwas, um meine Leute zu verbessern? Ressourcen drin. Oh, ein bisschen schneller hier. Ich habe hier jetzt wieder einen Platz frei. Ich habe doch hier einen. Da, da ist der. Wenzel. Renn da rein. Gut. Achso.
Okay. Alles gut. Und dann, wenn wir jetzt, was macht man jetzt? Das geht noch nicht. Meine Tagesquest sagt, ich soll Werbung angucken. Ich habe noch gar keine Tagesquest, sehe ich gerade. Ich muss erst den Thronsaal verbessern. Dafür habe ich kein Geld mehr. Dann kann ich auch diese Truhe noch öffnen. Ein Haustier kaufen. Steigert die Zufriedenheit. Brauche ich nicht. Oder den. Der ist dann für ein paar Tage da und räumt alles auf und holt alles ab. Nur die Zufriedenheit macht er nicht. Bei meinen anderen hatte ich ein Küken gehabt. Schweinerei, alles weg. Ist aber schon länger weg, mein Account. Warum kann ich da rein, aber noch nicht kämpfen? Das Level ist geschlossen. Ach so. Morgen geht es wahrscheinlich weiter. Jetzt kommt die Auswertung, wer gewonnen hat. Zum Thronsaal. Ich kann nichts machen. Nichts. Und dann werde ich das einfach machen. Und gehe hier einfach weiter. Brauche sowieso kein Zauber. Ich bin sowieso stark genug. Ich wollte doch schauen, wegen bessere Sachen. Okay, so erstmal bei dem. Rüstung. Bogen. Oh, der ist besser am Legen. Bogenschütze, Mann. Das ist Krieger, Krieger, Magier. Der ist der nächste, das ist schlechter Schmuck. Schadenkrit, der ist besser anlegen. Das habe ich ja noch nicht. Was soll das denn nicht tun? Ich dachte, das wären die Zauberdinger da. Die Dinger halt, ne? Ganz normale Dinger. Der ist schlechter. Der ist auch schlechter. Crit und Ausweichen, Magie, Magie, Schadenkrit, Crit, Schaden, Kochen. Nope. Der hat schon die besten Sachen gehabt. Der Magier. Verursacht den ja. Flächenschaden. Das ist cool. Gesundheit.
Aber der ist schwächer. Der ist schlechter. Gut, Klamotten. Bei der hier. Da ist der auch schlechter. Und Ring. Magieschaden. Ausweichen. Magieschaden, Crit. Da ist der besser. Und Schadenkrit. Nein, ich brauche Magieschaden. Also musste ich nur den Bogi Amore was Neues anlegen. Und hier nochmal weiter. Okay. Haben wir das auch. Das haben wir. Gehen zur Karte. Und dann rushen wir jetzt das Kapitel durch. So weit wie ich komme. Boah, der macht jetzt den Schaden. Heftig. Heftig. Was das ausmacht, nur neue Rüstung. Dass man hier nicht drücken kann, den nächsten. Ne? Man kann es nochmal anschauen, zum Hauptmenü gehen, also zu der Basis, oder hier die Statistik dir anschauen. Das finde ich ein bisschen doof. Beim PvP gibt es das zum nächsten Gegner, aber bei dem Spiel nicht. Okay, später kommt es auch beim Spiel sozusagen mit den nächsten Gegner gar nicht mehr weiter. Da musst du immer wieder was machen. Hier ist ein kleiner Boss, ein Zwischenboss, ein kleiner. Dann rennen wir mal weiter. Mein Tank ist gestorben. Leider schaffe ich noch. Ach.
Boah, nur Magier. Oh, sieht aber gut aus. Ich dachte schon, ich werde die Runde nicht mehr schaffen, weil ich ihn gerade schon beim Tank verloren habe. Beim letzten Kampf. Da kommt gleich wieder ein Zwischengegner, ein Zwischenboss. Oh, schon wieder Tank down. Oh, 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 ja, das schaffe ich. Knapp, aber ich habe es geschafft. Dann schauen wir mal, ob wir den nächsten noch schaffen. Und den Zwischenboss dann auch noch. Ach, ist jetzt schon der Zwischenboss. Nee, das schaffe ich nicht. Doch, boah. Das war mal super. Oh, neues Schmuckstück. Eine Halskette. Für wen ist die Halskette? Für Gesundheit und Rüstung für meinen Krieger. Ach, der hat doch schon eine. Der kann es gar nicht anlegen. Ach, wie schön. Das kann auch nicht getragen werden. Ab 16 oder ab 17. Zauberkraft für Magier. Wie weit komme ich denn noch? Ne, das war's. Ich kann auch einmal probieren mit dem Bein, ob ich das schaffe. Zum Hauptmenü. Den ins Krankenhaus schicken. Das geht so schnell. Krankenhaus. Auf dem Weg dahin ist er schon im Krankenhaus. Das ging sowieso schon so schnell. Jetzt benutze ich die beiden Sachen auch noch. Erstmal stärker machen. Nee. Schaffe ich nicht. Vielleicht, wenn ich die umgekehrt benutze, vielleicht wird es dann gehen. Müssen wir erstmal gucken hier. Ah, haben zwei frei, das ist doch gut. So. Jetzt probieren wir es genau umgekehrt, ansonsten muss ich warten. Jo, so rum geht's.
Jo. Ich muss einfach nur... Ich hatte damals eine rot-weiße Flagge gehabt. Da kann man die Farben ändern. Ich glaube, nee, ich glaube, die hatte ich rot-weiß. Oder nee, ich hatte vom Clan eine gemacht, glaube ich, war das. Mal mit den Clan können wir ändern. Clan, wo ist das? Ist die Clanhalle. Clan. Bad aktivieren, suchen. Da. Da bin ich. Beitreten. Wieder reich. Ah, hier Daily PvP. Ah, das ist doch keine Daily. Verbessere den Drohnenzahl auf 5. Okay. Aber jetzt. Kann ich die Flagge von meinem Clan benutzen? Hatte ich da nicht eine? Oder war es ein anderes Spiel? Ich weiß es nicht mehr.
Noch gar nichts gemacht hier drin. Na gut. Ich würde mal sagen, das war's für heute. Ich komme da ja sowieso nicht weiter. Ich muss erst meine Leute hier stärker machen. Sie ist jetzt schon auf 15 und er ist auf 13. Also wenn ich nächstes Mal da bin, ist sie auf 16 und er auf 14. Gut. Dann würde ich sagen, das war's für heute. Bestätigen. Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr am nächsten Mal dabei seid. Bis dann wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao, ciao.